Nun doch nochmals Good Morning, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD, der Wiesnradar am Donnerstag, dem 3. November. Nach der gestrigen Ankündigung, dass es heute eine Pause geben wird, schieben wir hier doch noch ein Video ein, kurz vorm Wochenabschluss. Morgen dann wird es definitiv eine Pause geben, aber heute dachte ich mir, werde ich Ihnen nochmal ein Währungspaar vorstellen, was hier sehr, sehr interessant daherkommt. Dieses hatten wir auch gestern schon im Devisenradar-Webinar, immer mittwochs 15 bis 16 Uhr beleuchtet und ja. Dies wollte ich Ihnen nicht vorenthalten, auch vor dem Hintergrund, dass es eben die zeitliche Möglichkeit gab. Und dann nutzen wir natürlich die Chance, hier mal online zu gehen und Ihnen das zu präsentieren. Ansonsten das nächste JFD-Devisenradar als solches Montag wieder 9:30 Uhr, wie immer. Gut, was haben wir heute hier im Fokus? Wir haben den Neuseeland-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar im Blickpunkt. Neuseeland-Dollar Rohstoffwährung, kanadische Dollar Rohstoffwährung, ganz klar. Aber hier natürlich auch noch der Hintergrund, dass der kanadische Dollar eng mit dem Ölpreis verbandelt ist und hier eine Ölpreisschwäche. Und die sahen wir unlängst, auch das haben wir gestern im Devisenradar-Webinar thematisiert. Hat sich hier praktisch ja, eine starke Abwärtsbewegung ergeben. Dazu wird es auch heute nochmal einen extra exklusiven Check geben zum Ölpreis WTI, nachdem es ja gestern hier aufgrund der Rohöllagerbestände in den USA nochmals tiefer ging, scheint der Ölpreis hier erstmal auf der Suche nach einem Boden. Das Ziel ist erkennbar, aber dennoch hier eben ganz klar ja, kristallisierbar, dass es wohl weiter runtergeht. Insofern dürfte auch der kanadische Dollar weiterhin eine kleine Schieflage aufweisen. Und beim Neuseeland-Dollar hat sich die interessante Konstellation ergeben im Kontext des kanadischen Dollars, dass wir hier gestern einen starken Ausbruch gesehen hatten. Hier diese gestrige Tageskerze hatte den Hintergrund, dass es hier sehr, sehr gute Daten aus Neuseeland gab. Die trugen das Währungspaar über die Londoner Session bis zum US-Handel dann und letztlich dem Close am Abend hier wirklich auf neue Hochs. Deutlich über 1% hat das Währungspaar zugelegt. Interessant aber hierbei, wenn wir uns aus dem Chart mal rausscrollen, dass wir hier eben ein neues High gesehen haben. Hier 2014 das Hoch 0,9648 und habe Ihnen auch nochmal einen längeren Chart mitgebracht, der hier über 10 Jahre zurückgeht. Und da sehen wir hier im Prinzip den Preisverlauf seit 2005 und eben hier dieses Widerstandslevel, was sich hier relativ gut kristallisieren lässt. Ganz klar hier oben 0,96 rund eine Zone, die hier in der Vergangenheit auf jeden Fall immer wieder für Umkehrpunkte gesorgt hat und letztlich auch dafür sorgte, dass ja der Neuseeland-Dollar mehr oder weniger immer wieder ausgebremst wurde. Aber was sehen wir hier? Es gab schon im September und schließlich mit diesem starken Reversal im Oktober dann hier doch schon wieder der Hammerversuch, dass man nach oben klopfte. Hier so eine Art Hammerkerze auch mittendrin. Und jetzt sehen wir hier den aktuellen Handelsmonat wirklich, wahrlich explosiv hier drüber ausgebrochen. Sicher ist hier im Monatschartintervall, dass der Monat ja zugegebenermaßen noch sehr, sehr jung ist. Es kann sich natürlich auch hier ähnlich der Vorkerze, dann hätten wir es mit dem Shooting Star zu tun, wenn sich hier sozusagen der Kerzenkörper wieder nach unten abbaut und möglicherweise hier unter 0,96 geht, um einen Fehlausbruch handeln. Das muss man natürlich erstmal interpretieren. Tatsache ist, und deswegen stelle ich Ihnen das Paar eben heute vor, dass es durchaus im Zuge einer weiteren Erholung des Neuseeland-Dollars und eben einer weiteren Schwäche des kanadischen Dollars hier beim Währungspaar Neuseeland-Dollar-Cut zu weiteren Aufwertungen kommt. Und das mal hier die Prognose, die wir unlängst hatten. Ich meine, es ist auch durchaus ableitbar, dass wir sogar von diesem Niveau aus noch ein Stück weiter höher ziehen können, weil eben auch der Ölpreis noch ein Stück weit Luft hat, wie Sie nachher auch in einem exklusiven Chat sehen werden. Grundsätzlich hat der Ölpreis da auf jeden Fall noch ein bisschen Spielraum und wird sich hier sicherlich dann auch entsprechend stabil beweisen können, bevor eine größere Konsolidierung Einzug hält. Jetzt will das der Graph hier nicht. Moment. So, da haben wir es. Gut. Deswegen denke ich, ein direkter Pullback muss nicht unbedingt erfolgen. Ja, es kann auch schon mal vorab möglicherweise in Richtung Parität gehen. Dann denke ich aber, früher oder später wird es wohl eine Pullback-Bewegung in Richtung 0,96 geben. Und wenn diese kommt, meine lieben Zuschauer, dann wäre das wohl hier, ja, möglicherweise eine langfristige Chance, um sehr günstig hier eine weitere Aufwertung reinzukommen. Der Neuseeland-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar jedenfalls definitiv in einem bullischen Flow. Und es dürfte sich hier auch, ja, um wohl einen weiteren Aufwertungsprozess handeln, der noch nicht sein Ende gefunden haben dürfte. De facto muss man natürlich auch unterstellen, wenn es hier zu einem Rücksetzer in Form eines Pullbacks kommt, darf der nicht zu stark ausfallen. Soll speziell heißen, wenn die Preise hier deutlich unter ja, 0,95 wäre schon mal so eine erste Gratwanderung, 0,33, 0,93, dann definitiv das
klare Verkaufssignal. Da müsste man dann doch schon mal mit Rücksatz in Richtung 300 Pips ausgehen, um dann möglicherweise sogar noch tiefere Preise in den Fokus zu nehmen. Das aber, wie gesagt, eine sehr, sehr unwahrscheinliche Variante. Das Währungspaar wirkt höchst bullisch und insofern muss man hier auch unterstellen, dass die Aufwertung wohl weiter voranschreiten wird. Wir haben hier die Parität 1,00. Das ist ein psychologisches Level, beziehungsweise durchaus ein Level, was jetzt hier als nächstes anstehen dürfte. Wenn es zu Rücksetzern kommt, wie gesagt, scheint das Währungspaar in einem interessanten Flow für mögliche Einstiege, um auf das Long Setup zu springen. Wie gesagt, nur eine Information, keine Handelsempfehlung. Schauen Sie sich das Währungspaar einfach mal an. Etwas exotischerer Natur, keine Frage, aber durchaus mal einen Blick wert. Drum habe ich mir gedacht, werde ich es Ihnen heute mal vorstellen. Und dann möchte ich mich an dieser Stelle auch schon verabschieden, in das verlängerte Wochenende so zu sagen. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag, einen guten Ausklang am Freitag und wie gesagt, wenn Sie mögen, hören wir uns am kommenden Montag wieder. Bis dahin sage ich jetzt auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.